hier ist der Nudrucker-Podcast Nummer 22 vom Tag 34, der 22. März 2015. Bei kalten 2 Grad bin ich der Nick the Green und zugeschaltet über Skype ist der Leonardo. Hallo Leonardo. Ja, hallo Nick. Mensch, das war ja heute wieder ein Akt, jetzt mit dir über Skype sich unterhalten zu können. Was war denn da wieder los? Alles ist wunderbar, alles ist gut, Nick. Ah, alles wunderbar, ja? Ja. Okay. Gut, wenn du darüber nicht reden willst, okay. Ja, also heute waren ja die, der grüne Daumen-Aktion war ja heute. Und? Ja, kam schon um 11 Uhr heute, oder wann? Ja, wie ich schon gesagt hatte. Was? So früh kam die schon, ja? Ja, ja, müsste sogar ein bisschen später Zeit vor. Und es waren ganz viele Erwachsene und auch wieder ganz viele Kinder mit dabei. Und wie viele waren es diesmal? Was schätzt du? Ja, ich schätze auch so 12 bis 14 Erwachsene, also zahlende Kunden. Okay, mehr nicht. Ja, und dann noch ein paar nicht zahlende Kunden, also die Kinder. Und da war ganz komisch, das war ein Leo da, ein Gärtner. der hat den Anweisungen erteilt. Er meinte. Wen hat der Anweisungen erteilt? Den Zuschauern, also den Besuchern oder jetzt den. Nein, den Pionieren. Den Pionieren hat er Anweisungen erteilt. Ja, ja, und da meinte, er gibt den Erdbeerpflanzen mit. Ja. Und da meinte, ihr könnt es bei euch aufziehen, ihr könnt die dann verkaufen. Ich will 20%, meinte er, dann reden wir nicht mehr davon. 20%? Ja. Das war ein stolzer Preis, oder? Ja, meinte, wenn ihr eine Schachtel, also eine Schale für 5 Euro, bekommt ihr 1 Euro, ist doch okay. Ich meine, er gibt denen die Erdbeeren immerhin umsonst. Ja, ja, aber die müssen sie erstmal anpflanzen. Ja, und? Na, was heißt na und? Die müssen sie bearbeiten, begießen, bestumpen, begraben. Es ist natürlich dann ihre Frucht, das sind dann die 80%, die sie behalten dürfen. Und das ist gerechtfertigt. Also ich finde es vollkommen gerechtfertigt. Okay, gut zu wissen. Auch, wie ich meinte, als ich es vorgelesen habe, meinte ich auch, wenn ich da meine Samen hinbringen würde, würde ich aber auch einen Anteil davon haben wollen. Und der hat so vorgeschlagen. Und Kalle meinte heute zu die Elze, aber da gab es leider wieder Katz. Er meinte, ist dir auch schon mal aufgefallen, dass alle, die hier waren, haben so ein und dasselbe Zeichen? Hast du es schon mal gesehen? Und sie so, nee, was für Zeichen? Dann hat er irgendwas gedeutet, haben wir leider nicht mitbekommen. Und dann meint sie, ach so, ja. Und dann meint er, ja, die kommen mir so vor, als wenn das hier alles irgendwie so, und er zeigt mir so, weißt du so, die mit den Fäden so, hat er so eine Handbewegung gemacht. Also Handbewegung war so marionettenmäßig, ja, und hat das Wort aber nicht ausgesprochen. Und dann meinte die Elsa, komm, lass uns mal rausgehen. Und dann gab es einen Cut, weil das will sich Talpa natürlich nicht gefallen lassen, dass sie da die Wahrheit sagen oder ihre, wir wissen zwar nicht, ob die Wahrheit ist, aber ihre Befürchtung. Und es war schon sehr komisch, Leonardo. Was könnte er damit meinen? Die Leute hatten alle dasselbe Zeichen. Nein, ich habe bis heute noch keinen Anruf bekommen von Sat1. Bis heute noch nicht. Ah, ich habe heute eine E-Mail bekommen. Aber nur das, was morgen gezeigt wird. Okay. Das heißt also, ich sag mal, so eine Blume. Kalle meint, was? Du hast erkannt zu haben, dass die irgendwie dort, und das ist ja auch, was wir hier schon öfter gesagt haben, dass vielleicht zum Osterfest nur von Sat1 entweder gecastete Leute oder Sat1 Talpa-Mitarbeiter genommen werden. Ja, wahrscheinlich. Das schätze ich mal sehr. Es war heute eine Dame da, die hat sogar eine Rede gehalten von diesem 5 Minuten für Deutschland Projekt und die war aber aus Kiel. Ja? Aus Kiel? Ich frage mich, wer reist dann extra aus Kiel an, ja, um dort diese Nutopia-Pioniere zu sehen? Na, Fans gibt's überall. Ah. Oder meinst du, es gibt nur Fans in KW, Berlin und Brandenburg? Ja, es gibt ja offenbar fast 2 Millionen Fans, die zumindest bei Sat1 das schon. Die können, na, siehst du. Überall verteilt sein, ja, aber. Na, siehst du. Sie sind ein bisschen sehr forsch und sehr laut und, naja, das kommen wir später noch zu. Fangen wir erstmal vielleicht an, mit wie der Tag angefangen hat. Mit Kalle war ja melken. Ja, und er möchte jetzt 4 Wochen vegan essen. Oh, na, hallo Julia.
Ja. Und André kriegt das Kotzen von Hans. Also ich meine, er regt sich, meine André regt sich über Hans auf. Ja, Hans wäre mit seiner bewussten Ernährung und ohne Salz und so weiter. Genau. Was Und dann hältst du kommen wir denn noch ein. davon? Oh, wunderbar, wunderbar. Alles ist gut. Also ich halte nicht viel davon, aber es ist immer so eine Ansichtssache. Jedem was gefällt, ne? Wir haben es ja gestern erzählt, er will ja 70 Euro, glaube ich. Was war das? 70 Euro, oder? Und will 5 Wochen lang oder 4 Wochen lang, was war das nochmal? Ich habe es wieder vergessen. Ich glaube, es waren 5 Wochen. Wir wollen dann die 4 oder 5 Leute, also Hans, wer war noch mit dabei? Warte, ich glaube, es war so viel dazu. Machen wir jetzt auch mal einen Cut, lieber Nick, oder sowas wie bei Sat.1. Ein Cut. Ja, nein, Mann, das war ein Ach Scherz. so, okay. Du hast, dachtest du, das ist wirklich jetzt ein Cut, oder was? Ja, ist ja alles, kann ja sein, dass du sagst, Nick, bitte im Technikraum. Ja, warte, Nick, bitte in den Technikraum. Also, was fällt dir jetzt ein jetzt? Also, wie sind diese Unräumungen? Nein. Ja. Nein, zurück dazu. Wer war denn dabei? Ich finde jetzt die Zettel nicht. Die sind alle jetzt hinten im Schlafzimmer und ich bin jetzt gerade im Wohnzimmer. Ach, naja, wenn wir es finden, werden wir es morgen nochmal sagen. Ja, und André meinte dann, er versteht den Hans einfach nicht, warum der das will. Und er meinte, er ist ja nicht zum Koch nach Nootropia gezogen. Dann Richtig, hätte er er ja gesagt. draußen bleiben können. Er hätte auch draußen bleiben können, richtig. Und er findet auch nicht okay, dass Hans ihn, wenn er mit ihm zusammen ist, ein auf freundliches Gesicht. Und dabei hinterm Rücken sieht Hans über ihn her. Tja, Hat der das auch ist eben gehört. so. Ja, der André hat aber heute noch Kekse gebacken für die ganz vielen Besucher. Und er meinte, er hat es ohne Waage gemacht. Und er meinte, die Kekse gibt es wahrscheinlich so nur einmal, weil er konnte es halt nicht abwiegen, dass die Zutaten. Ja, das fand ich auch sehr lustig. Vom Hans gab es dann Stockbrot. Dann saß er dann mit den Kindern und ihren Eltern am Lagerfeuer. Und hat den Kindern also unfertigen Teig angeboten. Also muss man, glaube ich, auch nichts zu sagen, oder? Wann hast du das letzte Mal Stockbrot gegessen? Aber ich glaube, es war bei der Armee. Bei der Armee. Ja, ich war ja in der französischen und englischen Armee. Ja. Das letzte Mal, als ich Stockbrot gegessen habe, da will ich jetzt nicht lügen, da war ich, glaube ich, 8 oder 9 Jahre. Ist aber auch schon ewig her. Ja, Ja, so viel dazu. dann, wie gesagt, ach, ein Hund war übrigens auch mit dabei. War der Hund schon nicht gestern damit mit bei? Das könnte vielleicht sein, dass es wieder dieselbe Familie war, wa? Aber ich Nee, dachte, sie man dürfen ja darf nur nur einmal einmal. rein. Sie dürfen ja nur einmal. Aber das ist ja, es wird immer davon geredet, obwohl die jetzt eigentlich die Info haben müssten, dass jeder nur einmal kommen kann. Wurde heute wieder geredet, naja, dann kommt ihr beim nächsten Mal, bringt ihr das und das mit oder so. Also, wahrscheinlich dürfen die Sat.1-Mitarbeiter oder Teilpaar-Mitarbeiter öfter kommen. Und vielleicht. Wahrscheinlich. Dann, wie gesagt, hat Dirk ja sein Format dort 5 Minuten für Deutschland und es gab eine Dame, die hat sich getraut, vor laufender Kamera was zu sagen. Der Ton war sogar eingeschaltet. Sie hat die Pioniere gelobt. Sie hat die Pioniere gelobt. Mit was denn Sie hat bitte? die Pioniere gelobt, dass sie einen Ofen haben und das warm gemacht haben. Und sie meinte, es gibt viele Leute, die wissen nicht mal, wie sie heizen können. Und also ein bisschen komisch, die Dame. Falls du uns hörst, also da hätte man auch andere Sachen sagen können. Naja, also gelobt hätte ich die ganz bestimmt nicht. Nee, ich auch nicht. Danach kam da noch ein Mann, der war leider überhaupt nicht zu verstehen. Denn die Mikros waren aus, da hat die Regie wahrscheinlich nicht gewusst, welches Mikro ist jetzt das Richtige. Und dann war der gar nicht zu hören. Aber die haben alle danach geklatscht und weiß ich, was er da gesagt hat. Keine Ahnung. Ja? Okay. Keine Ahnung. Schade.
Ach, ich sehe gerade, nur Kinder bis 8 Jahre sind freier Eintritt. Nur Kinder bis 8 Jahre. Bis 8 Jahre. Ja. Das ist ja auch ein bisschen komisch. Bist noch da, aber du hast gerade ein Ich glaube, es bisschen. war von Anfang an so geplant, dass Kinder bis 8 Jahren freien Eintritt haben. Und dann ab 8 Jahren müssen die auch zahlen, aber nicht den vollen Preis. Ich glaube nur ermäßigt. Na, dann waren heute definitiv welche über 8 Jahren. Dann haben die ein bisschen mehr eingenommen noch. Na, da bitte. Ja. Es war auch wieder ein Kleinkind war wieder da. Dann hat Christian noch 40 Pflanzen Himbeeren genommen. Die waren wahrscheinlich von dem Leo. Vom Leo, ja? Ja, der Leo, der Gärtner, der war jetzt schon das zweite Mal da. Ah, der war schon das zweite Mal da. Ja, dasselbe, ja, wundert mich ja. Ja. Nachdem die weg waren, gab es dann Mittagessen und das Essen hat André extra nicht gesalzen. Und aber man hat das so mitbekommen, wie alle sagen, Salz bitte, so, ja. Also viele meinten einfach, ja, stört mich nicht ohne Salz, aber haben sich dann doch ordentlich Salz nachgekippt. Nur weil Hans kennt es will, ja? Ja, nur weil Hans kennt Salz. Ob Hans jetzt sich selber nochmal Salz nachgekippt hat, keine Ahnung. Dann hat Aurita sich am Tisch aufgeregt gegen Sandy. Und zwar, dass sie für Sandy was vom Essen aufheben wollten und sie ist aber dagegen. Warum? Ja, sie meint, er wird schon nicht verhungern. Okay, auch nicht schlecht. Ja, das Essen hat dann der P-Mann den Sandy rausgebracht, also nach draußen. Was gab's denn Leckeres heute? Das habe ich leider nicht mitbekommen, aber es sieht aus wie. Nee, ist wirklich nicht zu erkennen. Auf dem einen Foto, was ich hier sehe. Schade, ich würde gerne mal wissen, was das war. Dann gab es einen großen Streit. Die Elsa versus Kalle. Wieso? Es ist eigentlich kein wirkliches Problem. Es ging einfach nur um Grundprinzipien. Und zwar meinte sie, wenn sie ein Problem mit jemandem hat, dann geht sie direkt hin. Und Kalle meinte, sie versucht da immer Probleme zu schaffen, nicht zu schaffen, zu lösen, aber er will ein Problem erstmal verstehen. Ja? Und dann will er daran arbeiten zu lösen. Und darüber haben die sich gestritten. Also, auch Also er will erstmal ein Problem verstehen. abartig, also ich weiß auch nicht. Inwiefern meinst du das abartig nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Moment mal, nochmal zurück. Sie sagt, wenn sie ein Problem mit jemandem hat, dann geht sie zu denjenigen persönlich hin, richtig? Ja, sagt sie, macht sie aber nicht. Das hat sie bis jetzt noch nicht ein einziges Mal gemacht. So ungefähr, Ist aber auch komisch, ne? ja. Wir haben gerade auch einen neuen Abonnenten bekommen und einen neuen Kommentar im Übrigen. Den lese ich dir nachher mal vor. Okay. Ach, war auch wieder positiv. Was wollte ich jetzt? Ach so, genau. Dann ging es noch um Lennart und der meinte. Der wollte schon ein bisschen aufgeben und meinte, was werden wir uns jetzt für den Hans die Kamera kaufen, dann gibt er endlich Ruhe. Ja. Und ob die anderen ein Problem damit hätten. Ich Aber sind sie auch noch nicht an der hätte Lösung schon ein gekommen jetzt? Problem damit, für einen 700 € auszugeben. Wie bitte? Für ein Projekt Du bist jetzt ganz schlecht zu denjenigen, hören. ein Projekt für 500 oder 700 € auszugeben. Ah, jetzt ist Hörst du besser. mich jetzt? Ja, jetzt ist besser. Also du hast gesagt, Es es ist für einige ein Problem, 700 € auszugeben. wär für mich, also wenn ich jetzt drin wäre, wäre es für mich ein Problem, wenn es jetzt für einen Einzelnen 500 oder 700 € auszugeben. Aber was passiert mit der Kamera? Bleibt sie drin, wenn er geht, oder nimmt er sie mit, oder was nun? Das muss man alles im Vorfeld doch erstmal klären. Also ich nehme an, er glaubt, dass er sie mitnehmen darf. Das muss man ja vorher klären. Oder? Eben, ja. Dann gab es noch eine Diskussion zwischen Jelza und Hans.
Und zwar meinte die Elsa, dass Hans wollte ja gestern kein Zucker, heute will er auf einmal kein Salz mehr. Jetzt hat André sich dran gehalten, ohne Salz gekocht. Trotzdem wollten die meisten Pioniere nachsalzen. Und Hans, wie immer, hört nicht zu, sagt er, ja, dann ernährt euch doch ungesund, ich will es nicht, es interessiert mich nicht, was du sagst, mir doch egal, ob ihr dran verreckt oder weiterlebt, ich will kein Salz mehr in meinem Essen haben. Er will weiterhin kein Salz in sein Essen haben. Ja. Na, was für eine super Einstellung. Tja. Also ich denke doch mal, seit tausenden von Jahren essen Menschen mit Salz, oder? Naja, eigentlich schon. Man legt vieles in Salz ein, damit es haltbar wird. Richtig. Und vieles wird auch Aber eigentlich nur genießbar, also vom Geschmack her, dass man es auch wirklich essen kann, wenn man das mit Salz würzt. also ich habe mal lange auch wirklich kein Salz zu mir genommen. Und bis heute, ich nehme auch zum Beispiel, wenn ich Zucker, also wenn ich Tee oder Kaffee trinke, ich nehme kein Zucker. Ja? Aber das ist eine Gewöhnungssache oder gewöhnungsbedürftig. Zum Beispiel, viele aus meiner Familie sagen, die würden krepieren, wenn sie keinen Kaffee mit Zucker trinken könnten. Ja, das wäre für sie ungenießbar. Für mich ist es jetzt mittlerweile sehr genießbar. Für mich wäre es ungenießbar, Kaffee mit Zucker zu trinken oder Tee mit Zucker. Aber Salz, es ist, ich finde, es ist in vielen Lebensmitteln oder in vielen Sachen ist schon Salz drinne. Und in vielen auch Sachen zum Beispiel ist, aber ich persönlich, ich koche eigentlich fast nur mit Salz. Egal, was ich jetzt mache, ob ich jetzt von mir aus ein Spiegelei braten würde, würde ich trotzdem Salz nehmen. Also mir Oder kommt da ob noch ich Pfeffer Nudeln nehme. rein, Ja, Paprika. oder wenn ich Nudeln koche oder weiß ich was, auch Salz. Überall kommt Salz. Ist doch Ja, ganz normal. ganz normal. Ja. Dann hat Carolina, also unsere Caro, unsere hübsche Schönheit, ja, die auch heute wieder Kaffeesatz unter ihre Augen. Ich weiß nicht, warum sie das macht. Sie sieht so hübsch aus, ohne das. Aber naja. Und sie hat Was macht heute. sie? Was macht sie? Was macht sie bitte? Sie macht sich immer Kaffeesatz unter den Augen. Kaffeesatz unter den Augen. Ja, die schwarzen Striche, braunen Striche, hast du nie gesehen, doch. Ja, ich dachte, sie hat sich immer geprügelt, sah so aus. Ja. Ja. Und die hat sich heute über Sandy aufgeregt. Sie meint, es kann nicht sein, dass er sein Essen nach draußen getragen bekommt. Er ist sich zu fein, nach drin zu kommen und beschwert er sich dann noch über die Soße. Und sie empfindet es so, dass er sie bespuckt und er dafür auch noch hofiert wird. Das geht ihr zu weit. Solche Leute mag sie im echten Leben schon sowieso nicht und hier in Utopia sowieso nicht. Das sei absolut respektlos, sagte sie. Tja, Caro. Na dann würden wir doch mal nachfragen, warum machen sich Frauen Kaffeesatz unter den Augen? Also gehst jetzt gar nicht aufs Thema ein, sondern kommst mit dem Kaffeesatz gleich. Okay. Ja, das würde mich jetzt interessieren, ganz Also ehrlich. wie ich das gehört habe, meint sie, das ist gut gegen Augenringe und halt gegen Falten und so weiter. Er macht doch im ganzen Gesicht Kaffeesatz dann von mir aus. Ja, aber wo kriegt man die meisten Falten am ehesten? Ganz ehrlich. An Ich den weiß es. Augen. An den Augen. Ja. Dann hat die liebe Auri heute geweint. Warum? Sie war sauer, weil es hätte sonst ein schöner Tag werden können und es war es aber nicht. Stattdessen gibt es nur Streit. Sie sagt, einige sind hier Egoisten. Ja, dabei ist sie selber ein Egoist. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, ich finde, sie ist einer der größten Egoisten. Dann hat sie arme Auri geweint, ja. Oh. Warum hat sie denn geweint, Nick? Ja. Danach gab es dann wieder Beef mit Hans, und zwar Hans und André. Er hat zum André sehr gewalttätig gesagt, geh weg, ich habe keinen Bock mit dir zu sprechen, du bist eine Pfeife. Der André ist dagegen ganz locker geblieben, hat gesagt, ihm hat das Essen halt nicht geschmeckt, ohne Salz. Es hängt aber auch damit zusammen, weil er allgemein gestresst ist. Was? Nochmal, bitte, bitte nochmal, nochmal. André hat gesagt, André? ihm hat das Essen nicht geschmeckt, ohne Salz. Ja. Hängt aber auch damit zusammen, dass er allgemein gestresst ist. Verstehe ich jetzt auch nicht diese Aussage, aber
Ja, das ist manchmal so. Wenn man genervt, gestresst schmeckt, das ist auch wirklich nicht so, wirklich so. Ja, je nachdem. Ja, Und dann dann meint klopft Hans Jackson. dann, aber dann normal für die Zuhörer, dann meint der Hans, geh weg, du Pfeife, mit dir rede ich nicht mehr. Ja, es geht dann noch weiter. Dann meint der André, du bist schon wieder ausgeflippt, das ist echt traurig, ne? Und Hans dann, ich habe dir zugehört, aber ich habe keinen Bock mehr gehabt. Dann Ich sagt habe An nicht zugehört, hat er gesagt. ja, dann sagt André wieder, ich weiß nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Du wirst aggressiv, bekommst deinen Tunnelblick und dann kommt man nicht mehr an dich ran. Du fühlst dich ständig angefickt. Und Cut. Ja, da war wieder ein Cut. Und wir haben es wieder nicht mehr mitbekommen, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Wahrscheinlich haben sie Hans wieder reingerufen, ihm sein Ritalin gegeben, dass er wieder ganz ruhig war. Ey, der Typ ist echt, der Typ ist einfach krank. Bei allem Respekt, wenn mir jetzt seine Familie oder Freunde zuhören sollten, dann bei allem Respekt, ich scheiß drauf. Dieser Mensch ist einfach nur kaputt. Wenn er schon reingekommen ist, um berühmt zu werden, als, weiß ich nicht, für nichts tun, der führt sich auf wie eine Prostituierte. Schlimmer noch, wie eine Prostituierte. Eine Prostituierte hat wenigstens eine Dienstleistung, bei allem Respekt. Aber solche Menschen sind einfach nur kaputt und krank, bei allem Ja, Respekt. aber ist doch Gehört eine da nicht. arme Socke, der ist doch krank, sagen doch immer alle. Verstehst du ihn denn nicht? Ich weigere mich noch über mit denen über noch ein Wort zu reden, weil es bringt nichts. Und es ist einfach nur, weiß nicht, hau den Lukas oder weiß ich nicht was, was. Der Typ ist einfach nur, irgendwas ist denen halt ein Kind irgendwas durchgebrannt. Weiß ich nicht. Naja, klar, natürlich. So eine Typen wirklich, würde ich mich nicht wundern, hier Highschool oder aufs College, die dann Amok gelaufen sind. Und so eine Typen sind das. Du weißt ja, was dir als Kind passiert ist. Es ist mir auch letztendlich scheißegal, wie er so schön sagt, ja. Aber es rechtfertigt es immer noch nicht, mit anderen Menschen so respektlos umzugehen. Das ist Unabhängig richtig. davon, ob ich diesen André mag oder nicht, ob ich den sympathisch finde. Es geht nicht darum. Im Gegenteil, ich finde den auch nicht gerade so dufte. Ja, aber unabhängig davon, es ist respektlos und es ist einfach traurig, wie er umgeht und wie er sich benimmt. Ich würde mich auch gerne mal so benehmen. Ich habe zwar einen Arsch in der Hose, aber so wurde ich nicht erzogen, beim besten Willen nicht. Ja. Oh, jetzt fällt das Mikro vor Schreck schon runter. Okay. Ach so, sobald er das Mikro Hans hört, das kriegt er auch schon schräg, oder was? Kriegt das auch schon? Ja. Dann sage mal, es ist ja gerade voll die Elsa, Anti-Elsa-Fraktion unterwegs. Ja, nicht Überall, wo nur die. man über Na, Nutopia was Moment, liest. Moment. Es ist die Anti-Dielsa-Fraktion und die Anti-Hans-Fraktion, ja? Also es Anti-Hans-Fraktion sind. war früher, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, außer uns beide. Nee, die gibt es noch. Die gibt es noch. Ich merke davon nichts. Na, dann musst du mal ein bisschen mehr mal. Ja, gut. Also. Also ich sehe nur noch die Anti-Dielsa-Fraktion und ich frage mich, weil die Elsa fand ich ja vom Start weg damals sympathisch. Dann bei dem schlimmen Brief von ihrer Familie hat sie mir sehr leid getan. Da haben wir auch eine Sondersendung extra gemacht. Dann als sie wieder reinkam, war sie die ersten paar Tage okay, hat sich an Kalle. Und dann hat sie wieder einen Brief bekommen und ab dort hat sie sich sehr gewandelt, aber ich empfand sie trotzdem nicht als das schlimmste Problem. Für mich war es halt die Elsa, die ist halt noch da drin. Und aber ich würde jetzt nicht so. Also. Ja, weil die Elsa spricht, wie der Indianer sagt, spricht mit gespaltener Zunge Ja, das habe ich. und hat zwei Gesichter. Aber dort hat sie nicht zwei, sondern drei Gesichter sogar mittlerweile. Und das wissen jetzt sehr viele, die Livestreams anschauen Okay, und wissen. aber mal eine Frage, ja? Wo die Anti-Han-Fraktion ganz oben war, ja? Wo das am meisten Leute waren. Wovor hatten die Angst? War klar, dass Hans ausrastet und da jemanden schlägt oder vielleicht noch Schlimmeres. Richtig. Aber was ist jetzt bei der Anti-Diäter-Fraktion? Wovor habt ihr Angst jetzt? Wovor haben die Angst? Sie spaltet die Gruppe. Sie Die ist doch versucht schon die Gruppe, gespalten. im Moment, gespalten ist sie sowieso, aber Ja. sie versucht sie noch mehr zu spalten. Sie versucht wirklich auf Teufel komm raus, den mit denen nichts zusammenzubringen, um bloß, dass er auf den anderen Hass kriegt, damit sie. Weißt du, damit sie nicht den Überblick hat. Was rede ich da jetzt? Damit nicht auf sie der Schein kommt, verstehst du? Bloß auf die anderen. Und sie versucht sich dann alle Ich Fäden, habe weißt du, in den ihre Hand zu haben, Leute und damit auch. sie so den zu lenken wie den anderen dann. Verstehst?
Zum Beispiel bei Dirk hat sie keine Chance mehr, das weiß sie. Ja, aber Das ist das jetzt schlimm, verwerflich? Also ich finde, das ist ganz normales Spiel in einer Gemeinschaft. Die sind nun mal so. Nee, ich finde es nicht. Ich dachte, die sind, wie ich dir schon mal gesagt habe, lieber Kollege, die sind doch dafür da, was Neues aufzubauen, eine neue Gründung, eine neue Existenz überhaupt. Die sind seit jetzt einem Monat drin und die sind noch nicht mal im Bilde oder imstande, überhaupt etwas zu, weiß ich nicht. Ja? Naja. Ich werd mich so freuen jetzt, ja? So freuen, weil nach Ostern, wenn die weiter so machen, die haben gar keine Kohle mehr. Dann sind sie fast pleite und dann möchte ich mal sehen, wie sie dann umgehen. Weil dann wird der eine nach der anderen abhauen und wird sagen drauf, ich scheiß drauf, ich habe keinen Bock mehr und leck mich am Arsch. Ja, aber das ist nochmal keine Erklärung, warum so viele gegen die Elsa gerade sind. Die Elsa hat sich verbündet mit einigen. Ja? Dann wiederum aber geht es zu einer anderen und sagt, naja, die haben sich verbündet gegen dir. Jetzt nicht jetzt wortwörtlich, aber so ungefähr. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ja, Ja? und sie soll das Deutschlandlied gesungen haben? Hast du da was schon mitbekommen? Das Deutschlandlied? Ja. Also Deutschland, Deutschland, lieber. Also dieses, das nicht die deutsche Nationalhymne, Nein. sondern vor dem zwei, also Genau. vor, da gab es ja, ich meine, weiß nicht, ob das andere wissen. Zum Beispiel die deutsche Nationalhymne ist ja nur eine Strophe, ja, von das alte Deutschlandlied. Wissen das überhaupt? Aber gut, ich will jetzt nicht den Neoberlehrer spielen. Ja. Und Aber sie ist das habe doch, ich nicht mitbekommen. Das ist habe die ich Elsa definitiv nicht, nicht war die mitbekommen. nicht aus dem Kosovo? Nee, wo war sie her? Ja, genau, die Elsa kommt aus dem Kosovo. Ich verstehe das nicht. Und sie soll das Deutschlandlied gesungen haben? Das habe ich nur bei Twitter gesehen. Vielleicht hat sie einen dummen Witz gemacht über, vielleicht hat sie so einen Scherz gemacht, weißt du, so Deutschland, Deutschland, Ja, so. wahrscheinlich nehmen sie die Elsa alles übel im Moment. Keine Ahnung. Kann auch daran liegen. Vielleicht sind das ja auch alles Neonazis. Verstehst du, die Aus dem jetzt Kosovo. Ja. nochmal. Egal, Themawechsel. Hey, nicht immer weg jetzt. Ich sage, vielleicht sind das ja auch im Chatroom alles Neonazis und denen gefällt es nicht, dass eine Schibterka oder wie man die nennt oder eine Gabelle oder wie man die noch nennt in Kosovo. Gefällt es nicht, dass sie dann da, dass die Deutschland die Wahl sind. Verstehst du? Kann ja auch sein. Ich weiß Kann es alles doch sein, nicht. ja. So, ich habe jetzt hier gerade gefunden. Regieanweisung bei Nootopia, alles, also doch, bloß alles fake. Jeder Deswegen, Beweis. ja. Was? Ja, erzähl weiter. Und zwar ist es ein YouTube-Video und da würde ich euch jetzt mal den Ton aufdrehen, dass wir das alle mal mithören. Das mit der Toilette meinst du? Ich mache mal einfach auf Play. Das mit der Verschwinden. Toilette, Irgendwelche Nick? Informationen. Sei doch mal jetzt also kurz leise, damit die das auch hören können. Ja, komm, ist nicht so wichtig. Ist nicht so wichtig. Ja. Ich wusste zum Beispiel heute nur, dass Leute kommen. Ich wusste nur, dass Leute kommen, die uns beim Aufräumen helfen wollen. Kurz, Ja. kurz. Ja. Und Cut. Naja, das war jetzt kein Beweis. Na, was meinst du denn jetzt bitte? Naja, ich dachte, ich hätte jetzt wirklich den. Ich habe das Video vorher nicht angesehen, hätte ich vielleicht machen sollen. Ich dachte, ich habe jetzt den ultimativen Beweis für Regieanweisungen, aber nee, das war jetzt nicht wirklich. Worum ging's denn da? Und das wurde zweimal retweetet? Worum ging's denn da, Nick? Ich versuche es da gerade zu finden. Also hier schreibt jemand. Heute hat ein Mitarbeiter scheinbar ein paar Sekunden zu spät die Übertragung abgebrochen, denn es kam nun ein weiterer Fake ans Tageslicht. Seit Tagen hetzt die Elsa bei ihren Mitbewohnern gegen den Landwirt Christian. Das Model wirft ihm vor, heimlich die Kuh besamt. Was? Deshalb mögte die Elsa nicht. Sie wirft ihm vor, die Kuh besamt lassen zu haben, ohne es vorher mit der Gruppe endgültig abzuklären. Diese Information habe er in seinen Unterlagen stehen und einigen Bewohnern gezeigt. Ein Alleingang von Christian, um sich in Nootopia unersetzlich zu machen? Nein, wie er heute erklärt.
Die Besamung der zweiten Kuh ist keinesfalls auf seinen Mist gewachsen, vielmehr eine Anweisung aus dem berüchtigten Technikraum, wo die Produzenten Kontakt mit den Pionieren aufnehmen. Von dort habe man Christian angewiesen, da, diese Information nicht an die große Glocke zu hängen. Jetzt gucken wir nochmal ein Video. Also ich habe davon nichts mitbekommen. Nochmal, ich spiele das nochmal ab. Ich habe die Ansage gekriegt, ich soll es nicht beitreten. Also er sagt, er habe die Anweisung bekommen, er soll es nicht beitreten. Warum? Das war meine Ansage. So wie jeder von uns irgendwo Ansagen kriegt. Schade. So wie jeder von uns irgendwie Ansagen kriegt. Was soll ich denn denken? Was soll ich denn denken, wenn andauernd irgendwelche Leute in diesem Raum verschwinden? Ja. Was soll ich denn denken, wenn andere Leute andauernd in diesen Raum verschwinden? Irgendwelche Informationen wiederkommen, nö, ist nicht so wichtig. Und mit irgendwelchen Informationen wiederkommen, nö, ist nicht so wichtig. Nicht richtig. Ja. Ich wusste zum Beispiel heute nur, dass Leute kommen. Ja. Naja, gut, aber bitte, was ist denn das jetzt? Was ist das dann für ein Beweis, dass es jetzt Fake ist? Ja, es ist in dem Sinne ein Fake, lieber Kollege. Weil, kennst du Berlin Tag und Nacht? Ja. Also vom Namen her. Okay. Viele Menschen denken, dass es echt ist. Ja? Was? Wer glaubt denn, dass es echt ist? Mein Bruder zum Beispiel. Mein jüngerer Bruder. Er ist ein großer Fan von Tag und Nacht und er denkt, die Menschen gibt es wirklich, diese Menschen leben wirklich da und die Menschen benehmen sich auch wirklich so und die Menschen sind auch wirklich so. Nein. Ja? Doch. Okay, aber und jetzt kommen wir auf jetzt zurück, ja. Jetzt zurück zu Newtopia. Ja? Wenn, wie schon Christian gesagt hat, ja, was soll ich denn davon halten, wenn jeder da reingeht und Regieanweisungen kriegt und man fragt ihn, ach, ist nicht so wichtig, dann wird es doch von denjenigen gelenkt. Und dann wurde schon gesagt, ja, bei uns gibt es ja keinen Cut. Wenn es ist dann in dem Sinne ein Fake, weil das, wenn es sowieso von denen alles inszeniert ist, diesen Hass, Intrigen und so, weil wenn es Friede, Feuer, Eierkuchen wäre, dann wäre es ja total langweilig. Also es muss doch da was geben, Streit, das muss doch so. Und wenn sie das alles inszeniert ist von denen, ja, von denen inszeniert ist, in diesem Sinne, ja, in Anführungsstrichen, dann ist es ein Fake. Weil man weiß nicht mehr, man kann nicht mehr glauben, ob es echt ist oder gespielt ist. Oder trotzdem echt ist, aber es wurde nur gespielt. Ja, verstehst du jetzt? Die Kuh zu besamen, meine Güte, ist doch kein Fake. Nee, die Kuh zu besamen ist kein Fake. Aber es ist ein Beweis, was schon ich schon mehrmals dir auch schon vor 2 Wochen gesagt habe, weil es macht keinen Spaß, wenn es jedes Mal Cut ist. Es macht keinen Spaß, wenn es jedes Mal wieder Ton aus ist und es macht keinen Spaß. Weil normal, was ich jetzt auch verstehe bei den Typen oder bei den ganzen Pioniere, weil die bekommen eine Regieanweisung und sie dürfen sich darüber nicht äußern oder dürfen das nicht oder müssen es so vorgeben, wie es bei denen ihre Vorgabe ist. Ja? Und dann wissen die auch, dass es gezeigt wird und dann wissen die auch, dass wenn sie rausgehen, zum Beispiel, dann als übelster Mensch beschimpft werden oder sonst irgendwas. Ja? Aber zurück zu Hans, bei dem glaube ich, der ist sowieso kein Fake mehr, der ist sowieso kaputt. Also bei denen kannst du machen, was du willst, jetzt ist sowieso ein Kaputter. Aber warum hat denn da niemand recherchiert? Ich gucke jetzt mal nach bei Google. Besamung von Kühen, ja? Weil. Was hat denn mit der Besamung mit den Kühen als Fake zu tun? Nichts. Es hat doch kein Nichts eben, damit. Eben. Ja? Ja, du hast es nicht verstanden, anscheinend, lieber Kollege. Ja? Weil es ging ja darum, dass. Da meinte irgendjemand, das ist der Beweis, ja, dass es ein Fake ist, dass es alles gespielt ist von denen und alles nur sonst irgendwas ist. Weil das Problem ist, was ich jetzt mittlerweile befürchte, ist, ja, das Problem ist, selbst die 15 Bewohner, die dort sind, wissen ja auch nicht, was die für eine Anweisung, was derjenige hat oder der andere. Verstehst du jetzt? Weil es wird alles, sie müssen alles nach Regieanweisungen durchführen. Na, alles glaube ich nicht, also. Hm. Es wird ein bisschen gelenkt, wie ich auch meinte, mit dem Handelskammereintrag dort. Aber alles jetzt nicht. Na, gelenkt oder hin oder her, aber in dem Sinne ist es für mich schon ein Fake. Weil wenn es nicht Fake wäre, dann würden sie es doch alles dann zeigen und nicht zensieren und nicht machen. Oder? In dem Sinne, ja. In dem Sinne, auf jeden Fall muss ich dir natürlich recht geben.
Weil ganz kurz, bei Big Brother, es wurde noch nicht ein einziges Mal Cut gemacht oder Ton aus. Doch, wohl auch. Nee. Doch, doch, die haben noch nicht mal weggeschaltet. Wann haben die bitte weggeschaltet? Die haben nichts weggeschaltet. Die haben zwar dann es nicht weggeschaltet, sondern die haben dann eine Infrarotkamera gemacht. Wenn die gebumst, also wenn die Liebe gemacht haben oder rumgemacht haben oder wenn sie sich dann gestritten haben, zu heftig. Aber die haben das Ton dagelassen. 1:1. Ja, auch da war es mal schrecklich. Aber bei Big Brother wusste man ja, dass Big Brother sich einmischt. Da war es ja klar, dass der Ansagen macht. Aber hier ist es halt, es soll ja angeblich, ja, soll es ja zeigen, wie sich eine neue Gesellschaft von alleine aufbaut, ohne Einflüsse von außen. Ja, aber ist es doch schon ein Fake. Es sagt doch schon alles. Es ist in dem Sinne ein Fake. In dem Sinne, ja. Ja, ja. Und nicht nur in dem Sinne, im ganzen Sinne, im ganzen Umfeld. Also es ist ein Betrug. Und das ist die größte Scheiße von Sat 1 dann wiederum genauso ist. Ja? Weil es für mich dann wirklich ein Betrug ist. Ja? Weil sie wollen ja nichts den Zufalls lassen. Und ich meine, bei den Amis war es ja ganz anders. Und bei den Holländern ist es auch ganz anders. Warum jetzt denn hier bei den Deutschen ist es wiederum? Verstehe ich nicht. Tja. So, diesmal hat mir mein Internetanbieter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, der wollte deinen im Nichts nachstehen und hat gedacht, naja, dann kappen wir jetzt auch mal den Nick. Oh Mann. Ja. Quoten haben wir nicht. Aber schau mal, ob wir einen Kassensturz haben. Ja, Kassensturz haben wir vom Samstag. So, die Ausgaben am Samstag waren 8,10 Euro und zwar für frische Brötchen. Ist nicht euer Ernst, oder? Hallo? Ich höre dir zu, Dick. Ich meine, die haben doch einen Ofen da, die können doch Brötchen backen, was ist denn los? Ja, vielleicht wollten sie sich mal gute Brötchen selber sich mal oh Mann. Boah, gönn mal. Dann 20,70 Euro für Briefmarken. Dann gab es noch neue Strohballen. Allerdings haben sie dafür Milch mit der Milch bezahlt. Die Besucherrundführung erwies sich als Goldgrube, mein Gott. Eintritt und Kunsthandwerkverkauf brachten insgesamt ganze 302,50 Euro ein. Das heißt, wir haben einen neuen Kassenstand am Samstag von 1.958,79 Euro. Naja, wenn sie jeden Monat, jede Woche 300 Euro einnehmen würden, dann würde das für Essen und Trinken reichen für 15 Personen. Aber auch nur für Essen und Trinken, nicht für Tabak, nicht für Kosmetik und so weiter. Ja. Nur für Essen und Trinken pro Woche. Ja. Für 15 Personen. Aber das wird unseren Pionieren ja nicht reichen, denn die wollen ja Luxus. Ne? Ja, ich meine, sie könnten ja. Ich will nichts Falsches sagen. Es gab mal einen Bericht zum Beispiel. Viele Menschen gehen nachts bei den Supermärkten und gehen in ihren Mülleimer und es sind noch Lebensmittel, die noch vom Verfall oder kaputt sind, aber noch genießbar sind. Ja. Und ich meine, wenn sie das machen würden, so, weiß ich nicht. Ach, die dürfen ja nicht raus. Ja, die dürfen ja nicht raus, ne? Ja. Ja. Und dann hat der Leo, der Gärtner, hat auch noch Osterwasser mitgebracht. Da haben sich natürlich sehr gefreut, vor allem der Fadi. Und die Tatjana. Aha, Osterwasser. Ja, also es gab Sekt, es gab eine Flasche, sah auch so aus wie Wodka, also da können sich ein bisschen von was beschwipsen. Na dann. Aber anstatt es den Besuchern, dass sie jedem mal ein Gläschen anbieten. Aber dürfen sie wahrscheinlich nicht, aus schankrechtlichen Gründen. Ja. Na gut, dann für morgen. Ach so, morgen werden wir sehen, ob das Internet kommt. Der Internetinstallateur hatte sich ja angekündigt. Da sind wir. Meiner oder ihrer? Ach so, ja, siehst du. Das ist ja doppelt spannend, ja. Ob,
darauf bin gespannt, ob dein Internet kommt und ob das der Pioniere kommt. Also morgens der große Tag für euch beide. Ja. Ja, das werden wir morgen also sehen und euch davon berichten. Und dann werden wir sehen, wie sich der Streit mit Hans und André noch weiter eskaliert oder deeskaliert. Und naja, vielleicht passiert da was danach. Dann ruf mich an, dann machen wir Breaking News. Und ob ich endlich mal begreife, warum die Elster alle nicht so mögen. Also, sie ist jetzt auch kein positives Element für mich, aber sie ist auch jetzt nicht gerade die Schlimmste, finde ich. Also, ja. Na gut. Was war denn heute mit Andrea und Andrea Sebastian? Hat doch mit Kalle, nee, das war Caro mit. Andrea hatte aber auch irgendwas mit Kalle. Ja, was denn? Händchen halten, Bonbons essen, Kaffee trinken? Ja, das weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Naja, also morgen kannst du ja auch wieder dann hoffentlich viele, viele Stunden damit verbringen, zuzugucken und dann hoffe ich mal, bin ich nicht mehr der Einzige, der hier die über die Pioniere zu berichten weiß. Ja. Ach doch, hier, Frühsport mit Andrea und Kalle, genau. Doch, das war heute Morgen. Ah, doch, heute Morgen, oh, okay. Die beiden haben gelaufen, haben ein bisschen so gemacht. Alles ist wunderbar. Und Kalle hat sich gefreut, sie ist eine hübsche Frau. Caro ist zwar auch eine hübsche Frau, aber eben vom anderen Ufer, sagt Andrea. Hä? Caro ist vom anderen Ufer? Ist Andrea wie oder wie? Du meinst eine Lesbe. Vom anderen Ufer ist eine Lesbe dann. Eine Verzauberte. Also so viel wie ich weiß, glaube ich nicht, dass Andrea auf Frauen steht. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Das ergibt einiges Sinn jetzt. Jetzt verstehe ich auch, warum sie nicht. Ja. Bleib dran, recherchiere da mal nach, ja? Na, ich guck mal. Genau. Gut, liebe Zuhörer und liebe Abonnenten und auch neue Abonnenten, dann hat es uns gefreut, dass ihr zugehört habt. Und wir wünschen euch, wann immer ihr das hört und wo immer ihr das hört, ob in der U-Bahn, in der S-Bahn, im Auto, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Bad, beim Einkaufen, eine schöne gute Nacht oder einen schönen guten Morgen, guten Tag, guten Nachmittag oder guten Abend. Und das wünsche ich auch. Genau. Und hoffen, ihr seid morgen wieder mit dabei. Ja, Dito. Bis dahin, viele liebe Grüße, euer Nick und euer Leonardo. Okay, ich dachte, ich habe den Namen vergessen. Das müssen wir nochmal machen. Also, bis dahin, euer Nick und euer Leonardo. Ah, wunderbar, jetzt hat's geklappt. Beifall, Beifall. Okay. Also, liebe Leute, tschüss. Tschüss.